Move on, Ollie boy! Slow down, Mr. Drippy. But Ding Dong Dell's just down the way. Huh? Huh? Oh. Huh? What do we do? Run for it! Ah! Get going, shall we? Huh? Hey, wait for me! So this is your world. That's right. A whole nother world. Beautiful, innit? Hallo liebe Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Mein Name ist Nudel und wir werden uns hier jeden Sonntag durch die wunderbare Welt hier schlagen. Ich freue mich drauf, ich freue mich sehr drauf. Vor allem ist das ein wunderschönes Spiel. Es ist sehr farbenfroh, sehr bunt und ihr seht ja die ganzen Animationen von dem Spiel, wie die hier sind. Das sind nicht nur Zeichentrick-Einblendungen, die Grafik ist wirklich so. Und ich finde es einfach wunderbar. Ich finde es wunderbar, dass Studio Ghibli da mitgearbeitet hat und ich liebe das Spiel. Ich habe zwar noch nie durchgespielt, also es ist nicht ganz klein, zumindest der Anfang. Ich habe bis etwa zur Wüste gespielt, damals als es rauskam. Und ab da ungefähr wird es blind sein. Aber den Anfang des Spiels kenne ich schon. Ni No Kuni, der Fluch der weißen Königin. Why, good morning, Oliver. Your groceries are over there, honey. Thanks. Oh, I almost forgot. Did Philip find you? He said he had something to show you, dear. Really? So he finally finished it, huh? Do you know where he is right now? He just stepped out with some deliveries for me. I doubt he'll have gotten far. Thanks, Miss Layla. Oh, say hi to your mother for me. Sure thing, Miss Layla. Ollie! Over here! Oh, es ist Phil. Ich finde es ein bisschen schade, dass das fast nicht mit synchronisiert wurde. Benutze den linken Stick, um dorthin zu gehen, wo Philip steht. Wenn du dich Philip näherst, wird eine Blase angezeigt. Drücke X, um mit ihm zu reden. Gut, ich möchte aber zurückgehen. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Wir können auch mit den anderen hier natürlich erstmal reden. Und oben rechts die Karte zeigt uns an, durch einen Stern, wo wir als nächstes hin müssen. Und es gibt auch hier eine kleine weiße Linie auf der Karte, die uns zeigt, wo wir gerade langgelaufen sind. Und wir werden nicht überfahren. Die Autos bremsen schön. So, dann unterhalten wir uns mal. Oh, guten Morgen, Oliver. Wie geht es deiner Mutter? Ihr geht's bestimmt gut. Puh, der erste Urlaub seit Monaten und den werde ich so richtig genießen und einfach mal gar nichts machen. Nada, null. Schön. Oh, diese Kartoffeln sind aber günstig. Ich sollte leckere Pommes Frites für die Kinder machen. Oh, lecker Pommes. Und du so? Wie gefällt dir mein Schlitten? Ist eine wahre Schönheit, nicht? Und fabrikneu. Vielleicht kannst du dir eines Tages dein eigenes Auto kaufen und so cool sein wie ich, Junge. Maybe, aber erstmal kaufe ich Milch und keine Ahnung, was ich in der Tüte habe. Ein
Oder was heißt einkaufen? Ich hab's für Mutti abgeholt. So, hi. Good thing you found me. Guess what? She's finally ready. So what Miss Layla said? Is it really what I think it is? What else would it be, dum-dum? Hey. Boy, you are something else, Phil. So what do we do now? What else? We take her for a spin. Tonight. What? Tonight? But I can't. I mean, I need to ask my mom, and... Sure, sure. You go ask your ma. And then when do we do it, huh? Tomorrow? Next year? Well, I... No, but... Okay, we'll do it tonight. But we'll have to be real quiet. Sure we will. Okay, tonight in my garage. Be there or be square. Mm-hmm. Sure. Sure, sure. Ich mag die englische Synchronisationsstimme sehr. So, this is the child who will save the world. Or so says the crystal ball, your radiance. The dark djinn's power alone will not suffice. I fear not. What is the child's name? Oliver, your radiance. Oliver? Ja, das ist mein Name. Die Minikarte wird in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt, wenn du unterwegs bist. Diese Karte zeigt deine nähere Umgebung an. Drücke R1, um zur Umgebungskarte zu wechseln, die einen Überblick über den gesamten Ort bietet. Stern lässt dich wissen, wo du als nächstes hin musst. Dein erstes Ziel ist Olivers Haus. Wunderbar. R1. Hier können wir die ganze Karte sehen. Und da unten ist unser Haus. Na gut, wahrscheinlich das Häuschen von Mami, aber wir wohnen ja da. Dann wollen wir mal. Die blauen Punkte sind, glaube ich, Leute. Ja, Leute sind das. Sie bewegen sich ja. Das Wetter ist einfach herrlich. Ich sollte mich eine Weile auf den Marktplatz setzen und es genießen. Tu das, tu das. Und du? Ich sehe nichts. Ah, erwischt. Mein Sohn hat mir erzählt, dass Philipp an einem Geheimprojekt arbeitet. Ich finde es gut, wenn ihr jungen Leute euren Hobbys nachgeht, aber macht keinen Unfug, ja? Nee, wir machen nur heute Nacht irgendetwas, aber wir machen keinen Unfug. So, hier wohne ich noch nicht, ich wohne hier. Oh, schönes Haus. Hey, Mom. I got the groceries. Thanks, sweetie. Just pop them on the table, will you? Say, Mom. Did you say something, sweetie? You're kind of busy tomorrow, huh? Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh, yeah? So, you'll be in bed kind of early, huh? Yes, I suppose I will. Oh, you will, huh? Will you stop being so mysterious and eat your breakfast? You'll be late for school. Chew before you swallow. Thanks for breakfast, Mom. See you later, Mom. Bye, sweetie. You be good now. I will. Moment mal. Vor der Schule noch ist er Einkäufe abholen gegangen, hat dann erst gefrühstückt und geht jetzt erst zur Schule. Das würde ich nie im Leben tun. Hey Phil, warst du gar nicht in der Schule? Ha, Schule, Schmule. Heute ist ein ganz besonderer Tag, Kleiner. Heute ist der Tag, an dem unsere Traumwagen endlich vom Reißbrett runterrollt und die Straßen von Motorville unsicher macht. Junge, ich kann es kaum erwarten. Wann kann ich ihn sehen? Psst, Mann, nicht so laut. Das ist doch unser Geheimnis. Hey, Dussel, du hast deiner Mutter aber nichts davon erzählt, oder? Nee, ich habe nur ganz deutliche Anmerkungen gemacht. Irgendwie. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie beschäftigt ist und sie hat gesagt, dass sie Konzertproben hat. Sie geht also früh ins Bett. Perfekt, dann steigt die Sache heute Nacht. Bist du dabei, Kleiner? Klar, heute Nacht vor deiner Werkstatt. Ich komme hin.
Phil wirkt auch ein bisschen, als ob er älter wäre als Oliver. Und Oliver ist übrigens 13. Sie schläft bestimmt schon. Prima, schläft tief und fest. Also durch die Tür möchte ich das auch gern sehen können. Jetzt oder nie, ich muss zu Philips Werkstatt. Oh je, mit 13 allein raucht's. Allein raus in der Nacht. Drücke Dreieck, um das Hauptmenü zu öffnen. Es wird dann eine Fülle verschiedener Optionen angezeigt. Wähle mit dem Steuerkreuz eine Option aus und drücke X. Nach der Auswahl gelangst du mit Kreis wieder ins Hauptmenü, bla bla bla, das kennt man ja. Drückst du das nochmal, kehrst du zum Spiel zurück. Weitere Menüoptionen werden im Laufe des Spiels verfügbar. Rufe das Hauptmenü auf und drücke Start, um das Spiel zu speichern. Wenn du das Spiel gespeichert hast, kannst du mit Fortsetzen auf dem Startbildschirm dort weiterspielen, wo du aufgehört hast. Wunderbar. Überall speichern, wo ich will. Finde ich gut. Du kannst jetzt das Hauptmenü benutzen. Juhu! Wow. Einstellungen. Wir spielen übrigens auf normal. Die Musik mache ich mal ein Tacken leiser. Soundeffekte dafür natürlich lauter. Ansicht hoch, runter. Das werden wir im Laufe des Spiels sehen, ob das richtig rum ist für mich. Leitstern. Ja, für den Anfang kann man das ja anlassen. Obwohl, den Anfang kenne ich ja eigentlich. Also machen wir den mal aus. Wenn wir den brauchen, können wir ihn anmachen. Drehung Minikarte. An. Untertitel. An, natürlich. Vibration. Hey, ich möchte es vibrieren hören. Textanzeigen. Bisher ging der Text ganz normal, ne? Gut. Zurück. Wunderbar. Achso, hier laufe ich langsam. Ich dachte, das wäre jetzt eine kleine Cutscene quasi, weil der so langsam lief. Aber im Haus rennt man natürlich nicht. So, gibt es hier denn irgendwas zum Angucken oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist auch 2 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Aber ich glaube, irgendwas Besonderes zum Angucken haben wir hier erstmal nicht. Wir wollen ja zu Philips Werkstatt. Das bestimmt die Werkstatt seines Vaters ist. Oh, sollte ich vielleicht doch den Leitstern... Oh, Philips Werkstatt ist woanders. Nee, wir werden ja direkt anders drauf hingewiesen. Auch schön. Aber warum liegen da die Blätter so zerzaust auf dem Boden? So, ich würde meinen, hier ist die Werkstatt nicht, denn hier ist die Stadtmauer. Wenn das die Stadtmauer denn sein soll. Ich bin nicht 13 Jahre alt und laufe nachts alleine rum. Nein, aber wir können mal mit euch reden. Was machst du denn hier, Junge? Es ist schon spät. Um diese Zeit ist niemand mehr unterwegs. Außer ihr. Aber wir sind ja hier in Motorville. Wird schon nichts passieren. Okay. Oh, hallo. Wolltest du etwas von mir? Nein, 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 nein. Mm-mm. Ich wollte nichts. So, ich meine, die Werkstatt war hier unten. Hm? Hey! In here! What are you looking at? What is it with that kid? What kept you, Slowpoke? Sorry, my mom just wouldn't go to bed. So, is it finished? Sure is. The last bearing's in, and she's primed for action. Wanna see? Do I ever? All right. Here goes nothing. Okay. Whoa! Wow! Oh, is this neat, Phil? This is so, so neat! You betcha. It's so neat! The new Coupe Deluxe ain't got nothing on us, Ollie. It's not even close. So, you ready to hit the road, kiddo? Yeah! Ob das gut geht, ich weiß ja nicht. Okay, niemand zu sehen, wir können rausfahren. Also, Philipp, und wer darf zuerst fahren? Was? Mal sehen. Was hältst du davon? Wenn du die Straße runterläufst und nachsiehst, ob die Luft rein ist, lasse ich dich zuerst ans Steuer. Echt jetzt? Junge, Junge. Okay, warte hier. Und pass auf die neugierige Ziege auf, okay? Neugierige Ziege? Weiß schon, das Mädchen, das uns vorhin so angeglotzt hat.
Die hat einen Sprung in der Schüssel, aber echt. Und sie glotzt immer noch. Siehst du? Da hat sie schon, da ist sie schon wieder. Ich wette, die Petze rennt gleich zu ihren Eltern. Das würde sie sicher nicht tun. Wie, bist du etwa in sie verknallt? Jetzt geh schon raus und sieh nach. Klar, Philipp, bin gleich wieder da. Okay. Dann schauen wir mal. Hallo, ist hier jemand? Kuckuck. All right. The coast is clear. I better go tell Phil. Don't go. What? Huh? It's bad. Please, Oliver, don't go. Huh? Who are you? How do you know my name? Ollie! What's taking you so long? I'm sorry, Phil. Someone saw me. Oh, man. Who was it? Oh, that girl over... Huh? What are you talking about? Huh? There's nobody there. Huh. That's weird. She was right there. A girl. A girl, huh? Mm-hmm. I bet it was that dumb, scary Mary. Oh, no. Couldn't be. She's not allowed out. You must be going screwy or something. Anyway, come on. Oh, okay. Man sah nur noch ein kleines Leuchten. Oliver, the boy who will save the world. But unfortunately for him, his light is yet a mere candle in the blackness. Indeed. He may be the child the prophecies speak of, but he is a child nonetheless. Yet these humans can be disturbingly powerful. Did the other's darkness not engulf the land entirely? Might this one not prove equally tenacious? What would you have me do, your radiance? Such saplings must not be suffered to grow. Very well, your radiance. He who would save this doomed world must die. Ich schätze, Oliver weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass er zu Höherem bestimmt ist anscheinend. Mom! Help me! Sweetie? Where are you? Oliver? Oliver? You're kind of busy tomorrow, huh? Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh, yeah? So, you'll be in bed kind of early, huh? Oliver! Oliver! Listen to her, purr. Ready? Take it slow to start with, okay? Yep, got it! All right! Thank you.
What happened? It's Ollie! Oliver! Mom, help! Oliver? Oliver, wake up! Mom? Oh, sweetie, I'm so glad you're okay. I'm sorry, Mom. I'm sorry. I swear, if I'd known, I never would have... Don't be silly, Phil. What about your car? That hunk of junk? I can make another one in no time. Well, I think you two have had quite enough excitement for one day. Yes, ma'am. Yeah. Are you okay, Phil? Must have twisted my ankle back there. Whatever will you children get up to next? Huh? Allie! Allie? Are you okay? Mom? What's wrong? Oh, my. Mom? She always did have a weak heart. Mom? Oh, dear. I'll fetch the doctor. Mom! Oliver, sweetie. Oh, sweetie. Mom? You'll be okay. I know you will. Be good now. For me. Mom? Mom? Mom! No. No! Don't leave me. You can't. Mom! Mommy! Don't leave me. Mom! Sentimental fool. Sacrificing herself to save her child. And yet, thanks to her, the boy lives. Of course. But shorn of his mother's love, to whom can he now turn for guidance? And soon he will come to our world, where our powers are strongest. Very good, your radiance. Let us see how this story unfolds. I'm sure the ending will be engaging. Oliver, honey, I brought you some apple pie. I'll just leave it here for you, okay, dearie? Just have to wait until dinner, Timmy told him. Oh, it's so sad. He's been in there 3 whole days now. Oliver, Mummy starts her new job today, but she's asked someone very special to take care of you. Mummy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. Be good while Mommy's away, okay? Mommy! Is something wrong, sweetie? Just come back soon, okay? Of course, sweetie. We'll always be together, Oliver. Always. Always. Mommy! Come back! Lifted, is it? Tiny! I'm free! Free! Huh? What just happened?
You just witnessed the rebirth of Drippy, Lord High, Lord of the Fairies. Who? What, are you deaf or something? Drippy, Lord High, Lord of the Fairies, I said, didn't I? Drippy? That's right, and I'm sick to the teeth of you a-snivelling and mourning. A proper crybaby bunting you are. 3 days, man. I mean, I've been sad before, but crying for 3 whole days? I'm surprised there's a drop of water left in you. You're a big boy, man. 3 days is, well, it's unheard of. What? Oh, dear, bit flummoxed, are we? Bit lost for words. Not to worry, man. I got all the answers. Oh, but prepare yourself. Explaining all this is going to take a while. Ready? Uh-huh. Tidy. I like your style. Very honest, anyway. Stay that way, okay? Take you far, I will. On with the show! Okay. See, it's like this, see? What it is there's more worlds out there than this one by you. There's what you might call parallel worlds, see? They're like worlds along by the side of your one. And one of those worlds is my world. That's right, a whole nother world. Another world? This quick you are. And I, that is the Lord High Lord of the Fairies, the reason I'm by her in this world of yours, well, it's because there's a proper bad apple trying to upset the peace of both our worlds, see? Shada, the Dark Djinn, his name is, and what he did was he took over people's hearts and spread war and ruin all over our world. Tried to stand up to him, I did, and he turned me into a flipping doll and kicked me out of our world and into yours, the rotter. Uh-huh. And then you went and cried all over me and poof, the curse was lifted, just like that. Which makes me think you must be the one we fairies call the pure-hearted one. The one the legends say will save our world. Just goes to show you can't judge a book by its cover, eh? So, anyway, that means I better get you over to our world and have you get rid of Shaddaa for us. All right with you? Me? But how can I? Don't fret, man. It's a big responsibility, I know, but you'll be all right. Especially with me to help you. But I... Oh, want me to ask properly, do you, fair dues? What? Oh, pure-hearted one, will you please come and save our world? No. Sorry, I must have misheard you. What did you say? Go on, once more, but louder. I won't do it. I can't do it. This is why they say never work with children. I ask nicely and you give me a hearty, yes, sir. That's how this works, see? Gee whiz, that would be swell, you say. It's just how these things are done. It's tradition. How am I supposed to work with this? It's like he's never read a story in his life. But I don't know anything about your world. And I just can't right now. What, because your mom dropped dead? Yeah. You got a photo of her? Hurry up, will you? I haven't got all day. Okay. Let's see now. Blimey. It can't be. But then it can't be a coincidence, neither. What is it? The great sage Alicia. Then we might just be able to save you, ma'am. Huh? What are you talking about? You ready for another earful? Yeah. The souls of people in your world and my world are connected, which means people from over by you have another version of themselves over by there, called a soulmate, see? And people with soulmates can even look like each other. Now, your mam, well, she shared a soul with the great sage Alicia. A proper talent she was. Huh? So my mom was a sage? But how does that help us save her? Well, Alicia tried to take on the Dark Djinn, but his power was too much for her, and he trapped her in this dark jewel called the Soul Snare. When that happened, then the link between hers and your mam's souls would have been cut off. But if you could free Alicia, it just might fix the link, and who knows, it might even bring your mam back. Is that really true? I can't be sure now, but it's possible, yeah. Wait. How do you know all this, Mr. Drippy? You've been a doll this whole time. Ah, now there's clever of you. Good question, lad. It's like this, see? I'm not the only fairy. Even though I was stuck by you, my buddies were keeping me abreast of all the goings-on over there. How? I suppose it's what you might call telepathy. And that's not all. I was sending my lordly orders back over there too, having them spy on Shaddaa and that, you know, tidy, huh? What is it? I'll do it. I'll come to your world.
I'll come with you and save my mom. Oh, that's marvelous! You might be doing it for all the wrong reasons, but if it saves our world, I won't look a gift horse in the mouth. Tidy, we better get going then. Chop, chop. Okay. But how do we get to your world? Oh, curious, are we? All right, I'll tell you. First thing we need is a drop of magic. Go and have a dig around in the fireplace. There's something hidden there so nosy parkers won't find it. But why would anybody hide something in there? That's for me to know and you to find out. Look lively. Ja, Mr. Drippy, juhu! Und ich hätte zwischendurch gern so viel noch etwas zu den Geschehnissen gesagt. Zum einen hat etwas ist im Kamin versteckt. Gehen Sie nach. Zum einen hat Oliver seiner Mama ganz schön große Sorgen gemacht. Dann muss man mit der Karre ja nicht mitten in der Nacht heimlich fahren. Man kann ja auch tagsüber fahren. Aber es sind Kinder. Die denken, die kriegen für alles Ärger. Und ja, leider hatte seine Mami ein sehr schwaches Herz. Es war zu viel Aufregung für sie und an den Folgen daran ist sie halt gestorben. Und wie er hier rumeiert, das ist unglaublich. Mr. Drippy, das Tröpfchen. Ich musste die letzten 10 Minuten, so lange wie Mr. Drippy hier schon auf dem Bildschirm ist, musste ich mich mit dem Lachen ein bisschen zurückhalten. Weil seine Synchronstimme ist einfach so geil, Heidi. Und ja, es ist einfach geil. Hoppla. Okay. Ich habe ja auch mal vor 2 Jahren ein Video hochgeladen, was auch ein sehr kurzes Video zu Ni No Kuni war. Und da steckte Tröpfchen ein bisschen fest und tanzte hin und her. Und ich habe da Shake-Musik drunter gelegt gehabt. Ich habe vergessen, wie dieser Trend hieß, aber jeder hat's gemacht. Tröpfchen, der große Großfürst der Feen ist zurück. Mann, und zwar besser als je zuvor. Tidy! Ich habe vergessen, wie der Trend hieß. Aber ich kann euch das Video mal verlinken. What could be hidden in a place like this? A mighty spell book! Huh? A book? But it would burn in there. Not this book. The wizard's companion laughs in the face of fire. Wouldn't be much of a spell book if it didn't now, would it? Really? Aha! Gotcha! This is a spell book? That there is the wizard's companion, the fount of all wizarding knowledge. The wizard's companion. Du erhältst den magischen Begleiter. Ein dickes Buch, das nicht verbrennt. Jetzt hör mal zu. Ich werde dir erzählen, was so alles in deinem magischen Begleiter drin steht. Wenn du in dem Ding rumschmökern willst, drücke Dreieck, um das Hauptmenü zu öffnen. Du kannst den dann unten rechts sehen. Dann musst du den bloß mit X auswählen und du kannst wild durch den magischen Begleiter blättern. Nimm dir ein bisschen Zeit und überflieg ein paar Seiten. Du siehst wie ein kluges Kerlchen aus. Das hast du sicher gleich kapiert. Oh, fast hätte ich's vergessen. Das Erste, was du machen musst, wenn du den magischen Begleiter kriegst, ist ein Gelöbnis zu leisten. Du musst schwören, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um würdiger Zauberer zu sein. Schau nicht so, das ist nicht schwer. Du musst einfach nur mit einem offenen und ehrlichen Herzen deinen Namen in das Buch schreiben. Du musst noch nicht mal Oliver schreiben, du kannst auch Heulsuse schreiben oder einfach nur Suse, wenn du willst. Wichtig ist, dass du es ernst meinst. Komm schon, kritze deinen Namen rein. Ich heiße doch Oliver. Trage deinen Namen in den magischen Begleiter ein. Also wird ja hier auch Oliver genannt, also wird sein Name hier jetzt ja nicht einfach so umgeändert. Deswegen gebe ich einfach Nudel ein. Warum nicht, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Also der Name kann ja nicht einfach übernommen werden, aber ich möchte Kleinbuchstaben. Heißt dann einfach der Speicherstand so? Ich nenne den doch Oliver. Einfach weil... Oh, mit Sternchen. Einfach weil ich mir nicht mehr sicher bin, was mit den Namen passiert. Aber ich werde nicht Heulsuse schreiben. Ich finde es übrigens auch ein sehr schönes Detail, dass Drippys Textbox genauso ist wie seine Sprache selbst. Also, dass die genauso geschrieben wird, wie er spricht. So, Oliver. Ja, ich bin mir ganz sicher.
Du hast das Gelöbnis der Zauberer abgelegt und bist nun in die ewige Weisheit des magischen Begleiters eingeweiht. Tidy. Tidy. Magic in our way over to my world, is it? Now let's see. What is it? You got a wand somewhere by here? We can't go casting spells without a wand now, can we? A wand? Why would we have a wand? Oh, that's a pain. Ah, well, can't be helped. We just have to look for one outside. Huh? We won't find one out there either. Don't nitpick, crybaby Bunting. Bunting? My name is Oliver. Oliver. Ah, so the crybaby bit was right, at least was it. Ja, da musst du wohl durch, Olli. Alles klar, lass uns einen Zauberstab besorgen. Ist dir vielleicht irgendwo einer versteckt, so wie das Zauberbuch? Ha, wäre ja gelacht, wenn ich es dir so leicht machen würde, Junge. Was glaubst du denn, was ich bin? Ein Fundus für Zauberzubehör? Ja. Nee, das wird schon ein bisschen schwieriger, aber unsere Reise in meine Welt wird eine Jagd nach der Seelenfalle unter anderem. Sieh es also einfach als Training an, okay? Man muss sich die Suppe erst einbrocken, bevor man über den Tellerrand schauen kann. Okay. Den, was? Okay. Oder so. Gut, ich hab geschwindet. Ich hätte nämlich gar keinen Zauberstab dabei, als ich hergekommen bin. Sieh mich doch an. Der Preis meiner Liebenswürdigkeit ist meine zarte Gestalt, nicht? Absolut. Ich hab's gerade eben so geschafft, das verflixte Buch zu schleppen, Mann. Noch mehr Gepäck und ich wäre zusammengebrochen. Also sogar Feen können lügen? Na klar, wir Feen sind unverbesserliche Lügner. Egal, bringt ja alles nichts. Wir brauchen einen Ersatz, oder nicht? Heißt das, es ist auch gelogen, dass du der Großfürst der Feen bist? Ein Ersatz? Wie kann es denn so etwas wie einen Ersatz für einen Zauberstab geben? Nur wenn du was Braunes und Längliches findest, wie einen Zweig oder so, können wir ihn uns vielleicht durchwursteln. Okay. Bist du sicher, dass ein Zweig funktioniert? Denkst du, ich führe dich auf den Holzweg oder so? Na schön, ich helfe dir. Mir nach, Suse. Ich heiße Oliver. Aber erstmal gucke ich in uns schöne Büchlein. Hier gibt es sehr viel. Und wir können auch zoomen. Hier in dem Buch gibt es sehr viel zu entdecken. Zum Beispiel Kapitel 1, Magie. Wir haben hier sehr viele Magie-Kapitel. Und kann ich auch runter? Genau. Reise von einer Welt in eine andere. Die Portale, die dieser Zauber herbeiruft, sind die einzige Möglichkeit, zwischen dieser Welt und all den anderen hin und her zu reisen. Wenn du Portal wirkst, musst du dich auf die Welt konzentrieren, in die du reisen willst. Du musst dir ebenfalls vorstellen, dass du die Welt, in der du den Zauber wirkst, schon verlassen hast. Ja. Und wie ihr seht, sind die anderen Seiten leer. Gott sei Dank. Sonst hätte ich viel zu lesen. Und dann gibt es hier halt noch die Alchemie. Hier stehen auch noch ganz viele Sachen drin, wenn es einen halt interessiert. Hier Knochenrüstung. Was das ist und alles. Und wenn wir uns das jetzt antun würden, würden wir 50 Parts damit vollkriegen, würde ich mal sagen. Hier gibt es noch Ausrüstung, Kreaturen und Vertraute, Proviant. 12 fantastische Geschichten. Geschichten gibt es ja auch drin. Die Regionen der Welt und alle Seiten. Gibt es natürlich auch. Und hier das Gelöbnis der Zauberer. Das ist das. Gezeichnet Oliver. Sehr schön. Und was ist das? Das Alphabet. Das Nazca-Alphabet. Ich glaube, das brauchen wir auch irgendwann. Und hier haben wir einfach alle Seiten. Also, es ist schon eine ganze Menge. Und hier irgendwo waren noch die Geschichten, ne? Flora! Okay. Hier steht ganz viel drin. Zu viel. Also, wenn man mal viel Zeit hat und nicht gerade ein Let's Play macht, kann man da mal reinschauen. So, finde einen Zweig, den du als Zauberstab benutzen kannst. So, Drippi, Mr. Drippi. Wieso bleibst du da stehen? Hä? Wo schaust du denn hin? Du willst doch nicht etwa den Laternenfall als Zauberstab benutzen. Naja, er ist lang, aber nicht braun. Also, das kannst du gleich wieder vergessen. Der ist verflixt immer zu groß. Wir brauchen einen Stock oder so. War es klar? Warum schauen wir nicht mal da drüben nach? Okay. Wir brauchen ihn einfach nur folgen. Ne, Mrs.? Das ist ein Auto, Junge. Das ist aber mal eine schicke Kutsche, was? Die ist pink. Vielleicht besorge ich mir auch so eine. Entschuldigung, das ist jetzt gerade nicht der richtige Moment dafür.
Hier gibt's auch nichts Passendes. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Okay. Und wenn du was findest, pack's in deinen Beutel, damit's nicht verloren geht. Schau in der linken oberen Ecke vom Hauptmenü nach, da kannst du deinen nimmervollen Beutel sehen. Nimmervoll gefällt mir. Da drin findest du all deine Gegenstände, hübsch in verschiedenen Kategorien sortiert. Praktisch, oder? Ja, mit L und R kann man da dann durch die Kategorien gehen und bla bla bla. Ist schön aufgeräumt. Und ja, in meinen Beutel geht klar. Der nimmervolle Beutel kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Kann ich denn schon... Ah, da ist der nimmervolle Beutel. Hier Proviant, Waffen, Rüstung, Accessoires, Leckereien, Zutaten und wichtige Gegenstände. Ich habe Tröpfchens Kleidung. Okay. Olivers Kleidung und den magischen Begleiter natürlich. So, dann lass uns doch mal weitergehen. Da geht's zur Hauptstraße, Mann. Da drüben werden wir wohl keinen schönen langen Stock finden, oder? Ja, Levelbegrenzungen werden hier auch so wunderbar getätigt. Wo könnte denn ein Stöckchen sein? Na, das bringt nichts. Hier gibt es nichts, was wie ein Zauberstab aussieht. Da könntest du recht haben, Suse. Wir sollten uns aufteilen, ein größeres Gebiet abdecken oder so. Ich sehe mich nochmal kurz in unserem Haus, in eurem Haus um. Du bleibst hier und suchst draußen weiter, okay? Okay. Es wird schon dunkel. Also gut, braun und länglich, braun und länglich. Oliver? Hä? Oh, du bist's. Das Mädchen, das plötzlich verschwunden ist, ist wieder da. Ah ja, blaue Punkte auf der Karte, die leuchten, die haben dann eine Quest für uns. Oder mit denen müssen wir reden. Eins von beiden. You're the little girl I met before, huh? Mm-hmm. We met before. So, how do you know who I am? I'm really, really sorry, Oliver. Huh? Your mummy. I'm sorry. I couldn't save her. Huh? I don't... Why would you be sorry for that? I wanted to save her. I really did. Huh? Hey, wait. Where are you... going? Hey, where did you go? Ollie boy, why are you talking to thin air? Mr. Drippy, she disappeared again. Huh? Who did? That strange girl. That's the second time she tried to talk to me. What's that? A girl? Where? You're right about strange. I can't see her any flipping where. Well, how could you? She disappeared into thin air. Well, anyway, there's something I want to ask you. There is? Sure, go ahead. Do you mind it? You know, having a sidekick, like? Huh? A sidekick? Who do you mean? Crikey, that's cold. Who do you mean, he says? Why not stab me in the heart while you're at it? I mean me. I wanted to know if it was all right me joining you on your adventures. Or if you were maybe wanting to trade me in for a younger, prettier model. But it looks like I got my answer, huh? Well, so you know, if you don't have faith in people, you'll never see their true worth. And what's more? Look at this. Huh? It was on the ground, right where that girl was standing. Chuck it here, then. Ta. Well, I'll be a monkey's uncle. It's a wand. You mean it? A real wand? Come over by here and take a look, man. It might seem like any old stick, but it's got all magic writing on it, see? It does, huh? Wow. Is that how people write in your world? The runes are all faded, so it might have lost a bit of power. But for our current purposes, it's a beauty. Neato! What a stroke of luck. Luckier than you know, Ollie boy. Dude, I never thought we'd actually find one. Do you think maybe that girl brought it here for me? Ganz bestimmt. Du erhältst den alten Zweig. Mhm. Right, now we need a place to cast our spell. To cast Gateway, you need somewhere proper massive. You need space to give it oomph, see?
Den Zauberportal haben wir uns ja gerade auch im Buch schon angeguckt. Do we really need that much oomph? Yeah, what kind of question is that? Magic is special, innit? It's sacred, right? You have to cast spells in the best environment possible. You really are new to this, aren't you? This is beginner stuff we're talking about here. Oh, sorry. Ich war halt nicht in der Zauberschule oder in Hogwarts. Tut mir leid. Now, take me somewhere with plenty of space. There's got to be somewhere around by here. The town square, I guess. Wäre auch meine erste Intention gewesen. Marktplatz. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der ist. Normalerweise ist hier ein Sternchen auf der Karte, aber die habe ich ja ausgeschaltet. Da läuft jemand. Hallo, gute Frau. So, unten lang war die... Oh, ich glaube, wir sind da. Unten lang war ja... Hallo, Mr. Drippy, die Werkstatt. Oh, dein erster Zauber. Ganz schön aufregend. Ja, ja. Okay, hier ist die Straße. Nee, der Marktplatz ist vielleicht hier geradeaus. Do you really think we should be doing this here? No worries, man. Normal people can't see magic, see? Go on, Ollie boy. Cast Gateway. Okay, wirke Portal. Das ist also mein normaler Zauber. Wie bin ich denn in dieses Menü bitte gekommen? So, hier werden alle, glaube ich, angezeigt. Bei dem Sternchen oben. Da Kampfzauber. Ah nee, beim Stock werden alle Zauber angezeigt und da normale Zauber. Ach so, verbraucht 0 MP. Öffnet einen Übergang, der den Zaubernden zwischen den Welten reisen lässt. Dann wollen wir mal... Shunting, crybaby bunting! For the last time, it's Oliver! Hey, it's not bad work for a crybaby, this. Ugh. And we're off to another world! Shall we? Huh? Hey, wait for me! So this is your world. Ah, home at last! But there's a tidy way to go yet. Hey, Mr. Drippy, that was pretty neat just now, huh? Oh, that herd of elk! Enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh. Huh? Jeepers. Oh, knickers! Where did he spring from? Huh. Ah! What do we do? He's not like the big softies just now. He's itching for a fight. Proper savage. Let's run away. No, use that stick you got by there. Give him a whacking and send him packing. Huh? Look lively. He's making his move. Schon niedlich, wie sich fast in die Hose macht. Okay, ein kleiner Kläffer. Wir lernen jetzt kämpfen. Angriff. Keine Panik, Olli. Dein alter Kumpel Tröpfchen zeigt dir, wie das mit den Kämpfen funktioniert. Schau dir mal den grünen Balken da an. An dem kannst du deine Lebenspunkte ablesen. Die LP. Je mehr LP du hast, desto gesünder bist du. Aber gehen sie dir aus, wirst du bewusstlos.
Und siehst du den blauen Balken darunter? Das sind deine Magiepunkte, MP, claro? Die Magie ist aber im Moment nicht so wichtig. Ich verklicke dir erst was über die Viecher, ja? Ja, bitte. Hier oben rechts gibt's jede Menge Infos über die Kerlchen. Praktisch, oder? Der rote Balken zeigt dir ihre LP an. Bringst du die auf 0 runter, hast du gewonnen. Und die Sprechblasendinger... Dinger ist auch schön. Hier unten sind Befehle, die du im Kampf benutzen kannst. Das war jetzt aber genug erstmal. Zieh dem Fiesling eins mit dem Zweig über. Also wir haben hier Verteidigen, Angriff, Proviant und Fliehen. Benutz rechts und links, um Angriff auszuwählen. Dann bestätigst du mit X und gut ist. Also dann wollen wir mal ordentlich loslegen. Ja, wir können gerade sowieso nichts anderes machen, aber es ist schön, dass die Zeit stehen bleibt. Wir müssen hier natürlich auf Angreifen drücken und dann auf den kleinen Kleffer. So, und der greift so lange an, bis die Uhr abgelaufen ist. War doch so, ne? Schick. Oder sollte ich sagen, toll? Nee, tidy fand ich schon gut. So heißt, wenn du einen Schwachpunkt triffst oder einen richtig üblen Angriff abblockst. Oh, schau mal, der hat was fallen lassen. Das hebst du am besten auf, claro? Ja, das sind nämlich LP. Das nennt sich Essenz, Olli. Das Zeug verlieren Gegner im Eifer des Gefechts gerne. Grüne Essenz, so wie die, die du dir eben gekrallt hast, stellt ein paar LP wieder her. Und blaue gibt dir MP zurück. Dieselbe Farbe wie die Anzeigen. Siehst du? Tidy! Oh, und du kannst deine LP und MP auch mit Zaubern und Gegenständen auffrischen. Natürlich musst du mir das jetzt einfach so glauben, noch hast du ja keine. Aber genug geschwafelt, es wird Zeit, dass du das Ganze selber ausprobierst. Na los, zeig ihm, wo es lang geht. Okay, wir können wieder angreifen. Ha! Puh, aua, 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 aua! Kann man das doch irgendwie abbrechen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls will der Kleine jetzt angreifen, hat er aber nicht geschafft. Wir greifen einfach nochmal an. Na, Fehlschlag! Ja! Da war noch LP, ich hätte schnell hinrennen sollen. Aber hey, 4 Erfahrungspunkte gibt das. 3 Goldstücke. Voll süß. Und die Musik ist einfach so fantastisch. Hey, proper tidy. Nice one, Ollie, mate. Jeepers, creepers. Oh yeah, I forgot to mention. Our world is absolutely riddled with beasties. But keep that up and you'll have nothing to worry about. Right, let's get a move on, shall we? Sure, Mr. Drippy. But where are we going? Well, first off, we need to get you a wand. But I already have a wand. You're having a laugh, aren't you? That thing's about as magical as a flipping cabbage. You might just squeeze a gateway spell out of it, but you can forget about anything more than that. Honestly, I wish you'd think before you open your mouth. Oh, sorry. Now, I told you Ding Dong Dell was just over by yonder, didn't I? Well, if we're very lucky, we might find a wand with a bit more oomph down by there. So... are wands really so hard to find here? Well, time was you couldn't move for the flipping things. But since Shaddaa showed up, magic's taken a real nosedive. He banned people from using it, see? Cursed anyone who tried to. He scared them all so much they gave it up. So, he's pretty scary, huh? Well, he turned me into a flipping doll, didn't he? Just saying his name's enough to make most folks brick it. Still, I'd rather be a doll than have him go poking round in my heart. No one wants to be broken-hearted. Broken-hearted? Like, sad? Worse than that. Much worse. It's when he steals a piece of a person's heart. Poor beggars don't know whether they're alive or dead. That's no way to live, man. So that's why they're all so scared of him, huh? We can't let him go on doing this. Well, it's not a matter of letting him, is it? It's not like people flipping enjoy it. That's why I brought you here, innit? You might just be able to stop him, see? You really think I can? Course you can! You are the pure-hearted one! And the legends say that the pure-hearted one will drive away the darkness. We'll teach you a few tasty spells and you'll be ready to face him in no time. Sound good to you? Okay, I'll do it. I'll learn magic. Of course you will, and that's why we need to find you a better wand. All right, let's head for Ding Dong Dell. Tidy. Tidy. Nach Katzenbuckel wollen wir. Jetzt müssten wir auf die Oberwelt kommen. Genau. Schaut euch das an. Ist es nicht wunderschön, Olli? Ah, ist gut, wieder hier zu sein. In unserer Welt wimmelt's nur so von Monstern.
Wenn dich eins von denen sieht, erscheint ein Ausrufezeichen über seinen Kopf und es rennt auf dich zu. Wenn es in Reichweite ist, hast du einen Kampf am Hals. Wenn dir mitten im Kampf die LP ausgehen, dann kannst du gehst du K.O., also pass gut auf. Kleiner Tipp, schleichst du dich von hinten an ein Monster ran, ohne dass es dich bemerkt, kannst du als Erster zuschlagen, was dir einen Vorteil verschafft. Aber das funzt leider auch nicht, auch andersrum, wenn sich ein Monster an dich ranschleichen. Gott, ich krieg langsam ein Leseproblem. Dürfen die Fieslinge zuerst drauf loskloppen. Oh, da leuchtet was. Oh ja, hier, ist nur eine Kleinigkeit, ein Geschenk vom großen Großfürsten der Feen. Du erhältst 3 Weißbrote. Die stellen LP wieder her. Danke, aber was soll ich damit? Ach, essen. Die kannst du verputzen, wenn du dich nicht so doll fühlst. Die machen dich fix wieder gesund, Mann. Aber ein Zauberer lebt nicht nur vom Brot allein, Olli. Er braucht auch einen anständigen Zauberstab und so. Das mickrige Ding da taugt nicht viel. Siehst du das große Schloss im Norden, Olli? Das ist Katzbuckel, jawohl. Ich denke, da finden wir einen Zauberstab. Also gut, machen wir uns auf die Socken. Okay. Ja, wunderbar. Hier sehen wir was leuchten. Das sind Spornsprossen. Ah, schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Und hier sind überall Gegner! Ja! Okay, einen Kampf machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Es wird Zeit, es wird Zeit. Dann war das genug Input. Watch this! So, Angriff! Au! Oh, nein, nicht Nickerchen. Weg, weg, weg mit dir. Geh weg. Ich greife dich jetzt an. So. Kapuff. Ja, deine ersten Kämpfe werden sehr anstrengend. Ein Erfahrungspunkt. Wow. Okay. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall nach Katzbuckel. Und vielleicht liegt hier dann wieder ein Item rum. Schauen wir mal. Da müssen wir hin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken, was ihr nicht sonst alles für mich tut. Hoffe, ihr habt gefallen an diesem Projekt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.